Mit einer Überraschung ist gestern Abend das Filmfest von Venedig zu Ende gegangen. Der Goldene Löwe wurde an den Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed vergeben. Darin geht es um die Fotografin und Künstlerin Nan Goldin und ihr Engagement gegen die Opioidkrise in den USA. Regie führte die Amerikanerin Laura Poitras. It's a privilege to present the Golden Lion for Best Film to All the Beauty and the Bloodshed. Laura Poitras dokumentiert in ihrem Film den Kampf der bekannten Aktivistin Nan Goldin gegen die mächtige Pharmafamilie Sackler. Das Opioid Oxycontin trieb Millionen Amerikaner in die Abhängigkeit. Ich hoffe, das inspiriert andere Aktivisten und Künstler. Und Nan ist einfach großartig. Cate Blanchett ist die beste weibliche Darstellerin im diesjährigen Wettbewerb. Leidenschaftlich verkörpert sie in Tar die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Und als bester männlicher Darsteller wird Colin Farrell für seine Rolle in der Dramakomödie The Banshees of Inisherin ausgezeichnet. Wenn wir das Kino von heute ansehen, wissen wir, dass wir eine große Zukunft vor uns haben. Das Kino ist im Wandel, es ist nicht tot oder am Untergehen. Die mit Julianne Moore als Präsidentin hochkarätig besetzte Jury konnte in diesem Jahr aus dem Vollen schöpfen, denn die Filmstudios lieferten zahlreiche Top-Produktionen. Der Kannibalen-Liebesfilm Bones and All bekommt gleich zwei Preise. Taylor Russell wird als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet und für die Regie gibt es den Silbernen Löwen. Große Solidaritätsbekundungen für den inhaftierten iranischen Filmemacher Jafar Panohi. Sein Film No Bears wurde mit dem Spezialpreis der Jury geehrt.